Der 46-jährige Robert Albrecht ist heute Morgen gegen 6.30 Uhr verstorben, als er von einer Brücke auf eine Straße gestürzt ist und dort von einem Auto erfasst wurde. Im Präsidium wird zurzeit die Fahrerin des Unfallfahrzeugs befragt, die kurz zuvor eine zweite Person auf der Brücke gesehen haben will. Es tut mir so leid. Das muss furchtbar für Sie gewesen sein. Es wird sich gleich im Anschluss ein Psychologe um Sie kümmern. Ist der Mann tot? Habe ich ihn etwa getötet? Was soll ich sagen? Ja, der Mann ist tot. Es tut mir leid. Um Gottes Willen. Aber er ist einfach so vom Himmel gefallen. Ich heiße Lara Grünberg, Kriminalhauptkommissarin. Mein Name ist Bernie Kuhnt, Kriminalhauptkommissar. Tag zusammen. Moin. Marc, grüße dich. Hi. Mensch, was hast du denn hier für ein Wetter mitgebracht, ey? Das ist ja der Wahnsinn. Du frag mich nicht, das ist die totale Katastrophe hier für uns. Den ganzen Morgen haben wir schon Probleme. Bei dem Toten handelt es sich um Robert Albrecht, 46 Jahre alt. Er ist von der Brücke auf die Fahrbahn gefallen und wurde dann von dem PKW erfasst. Okay. Was von beidem war jetzt die Todesursache? Ja gut, die Brücke ist ungefähr 10 Meter hoch. Das heißt, theoretisch kann allein der Sturz tödlich gewesen sein. Genaueres wissen wir aber wie immer erst nach der Obduktion. Oh. Wissen wir denn schon, ob der da freiwillig runtergeschwungen ist oder ob der gestoßen wurde? Gibt's vielleicht einen Abschiedsbrief? Nein, einen Abschiedsbrief hatte er nicht dabei. Ist im Zweifel vielleicht sogar weggeflogen bei dem Wetter. Ansonsten, zurzeit ist es reine Spekulation, ob es ein Tötungsdelikt, ein Suizid oder einfach nur ein Unfall war. Weißt du, mit dem Handy? Hat er ein Handy dabei? Vielleicht sind da Nachrichten oder Bilder drauf. Ja, Handy hat er dabei, ist dann allerdings beim Aufprall oder Sturz kaputt gegangen. Ist auf dem Weg in die KTU und wir sind relativ sicher, dass wir da Daten retten können. Und weißt du, oben auf der Brücke, war da schon? Bislang noch nicht, ne. Gut, dann gucken wir uns da jetzt mal um, ne? Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ich war auf dem Weg zur Arbeit von meinem Freund. Und wo wohnt Ihr Freund? In Bochum. Weil ich aber in Duisburg wohne und arbeite, bin ich schon ganz früh losgefahren, um dem Berufsverkehr zu entgehen. Ich musste früh im Büro sein. Gott, ich muss auf der Arbeit Bescheid sagen. Ich habe ja noch gar nicht. Die müssen bitte, doch wissen, dass. Packen Sie bitte das Telefon weg. Das hat Zeit. Das können wir später machen. Bitte. Setzen Sie sich wieder. Wie ging es denn dann weiter? Die Straßen waren leer, alles war ruhig. Ich war auf einer Landstraße unterwegs, als plötzlich dieser Mann von der Brücke direkt vor mein Auto gefallen ist. Konnten Sie reagieren? Ich habe natürlich sofort gebremst, aber da war es schon zu spät. Ich werde nie dieses Geräusch vergessen, als ich über ihn drüber gerollt bin. Sie können sich das nicht vorstellen. Also die Spuse hat heute wirklich keinen leichten Job. Du, das habe ich mir auch gedacht. Ah, und hier geht's ganz schön runter. Ja. 10, 12 Meter, vielleicht sogar 14, ne? Bernie? Ja? Ich hab da was. Guck dir das mal bitte an. Das ist Blut. Sieht auch ziemlich frisch aus, hä? Könnte vom Opfer sein. Was ist, wenn es gar kein Selbstmord war? Ach so, du meinst, hier hat ein Kampf stattgefunden und einer der beiden hat sich verletzt? Kann auch sein. Ich sag der Spuse eben Bescheid, was wir gefunden haben, ne? Ja. Frau Menke, ich würde gerne wissen, haben Sie gesehen, ob der Mann gesprungen ist oder ob er gestoßen wurde? Keine Ahnung, aber da war definitiv noch eine zweite Person auf der Brücke. Wie eine zweite Person? Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Und können Sie die Person beschreiben? Alter, Geschlecht, Größe? Nee, keine Ahnung. Es war zu dunkel dafür. Frau Menke, Sie sind sich da aber wirklich sicher, dass Sie da eine zweite Person gesehen haben? Ich meine, aus der Entfernung kann man sich auch mal täuschen. Nein, ich täusche mich nicht. Ich weiß sogar noch, welches Lied im Radio gelaufen ist. Okay, das wär's jetzt erstmal. Frau Menke, wir würden jetzt auch da noch einen Drogen- und Alkoholtest durchführen lassen. Und dann wartet der Psychologe auf Sie, ja? Aber wofür denn jetzt Drogen- und Alkoholtest? Es war ganz früh morgens. Frau Menke, wir müssen allem nachgehen. Ich bin jetzt so ein bisschen irritiert durch diese zweite Person, ja? Okay, wieso? Naja, wenn Sie sagen, Sie haben eine zweite Person gesehen, das ist ja, wenn er gestoßen wurde, das ist schon. Aber Frau Grünberg, Sie glauben mir doch, oder?
Ist er ja. Ja, ist er da, ja. Habt ihr mir einen mitgebracht? Ups. Nee. Irgendwas Neues von eurer Seite? Naja, also wir haben unser Opfer überprüft, Robert Albrecht. Okay. Aber sollen wir kurz rein? Auf jeden Fall. Ja. Robert Albrecht ist erst vor 4 Wochen aus der JVA entlassen worden. Er saß 4,5 Jahre wegen fahrlässiger Tötung durch Trunkenheit am Steuer. Okay. Ach so, und er hatte eine Ex-Ehefrau, Juliane Albrecht. Das war's. Das Unfallopfer von damals haben wir auch gecheckt. Jens Häuser, 45 Jahre, hat eine Ehefrau und einen Sohn hinterlassen. Puh, das ist übel. Mhm. Den Obduktionsbericht habt ihr gesehen? Nee, haben wir gerade noch drüber geredet. Okay. Robert Albrecht hatte zum Todeszeitpunkt 2 Promille im Blut. Todesursächlich war aber der Sturz von der Brücke. Vielleicht war er so voll, dass er einfach von der Brücke gefallen ist. Also quasi so eine Art Unfall. Oder wie wär's mit Selbstmord aus Schuldgefühlen? Nee, beides eher nicht. Also die Meinung teilen tatsächlich auch Bernie und Lara. Albrecht hätte sich ja auch im Gefängnis das Leben damals nehmen können. Und die Frau, die ihn nach dem Sturz überfahren hat, hat ausgesagt, dass auf der Brücke noch eine 2. Person war. Ja, dann können wir nur hoffen, dass Lara und Bernie irgendwas aus der Frau von dem Albrecht rauskriegen. Alles gut? Ja, geht so. Ich kann verstehen, dass das sehr hart für sie sein muss. Hat ihr Ex-Mann ein Alkoholproblem? Nein, überhaupt nicht. Er hat mal an mir getrunken, 1 im Monat. Er kannte sein Limit. Und wie war das damals, am Abend des Unfalls, vor 4,5 Jahren? Robert war auf einer Firmenfeier mit seinen Jungs. Ich kann bis heute nicht begreifen, was ihn dazu getrieben hat, mit dem Auto angetrunken nach Hause zu fahren. Und dann hat er Jens Häuser übersehen und hat ihn angefahren? Ja. Und wie sind Sie und Ihr Ex-Mann mit der Situation umgegangen? Überhaupt nicht. Es war die Hölle auf Erden. Robert wurde schier von Schuldgefühlen aufgefressen. Er wollte alles rückgängig machen. Und ist daran letztlich auch Ihre Ehe zerbrochen? Er war danach einfach nicht mehr derselbe Mensch. Und 4,5 Jahre Gefängnis taten ihr Übriges dazu. 3 Jahre Sicherheit um und her. Aber Sie hatten trotzdem Kontakt. Hin und wieder. Das letzte Mal, kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Das dürfte so vor circa 4 Wochen gewesen sein. Und hat er da irgendwas Besonderes gesagt? Ja, er wollte die Familie des Mannes, den er totgefahren hat, besuchen, um sich zu entschuldigen, zu sagen, wie leid ihm alles tut. Was er übrigens auch kurz nach dem Unfall tun wollte. Aber damals hat ihn keiner angehört, wollte ihn keiner sehen. Na, dann wissen wir ja, was wir jetzt als Nächstes zu tun haben. Ist das nicht der Klingelton von Big Ben? Was? Guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind von der Kriminalpolizei. König ist mein Name, das ist die Kollegin Sommer. Sind Sie Frau Susanne Häuser? Ja. Ist was mit Ben passiert? Können wir kurz reinkommen? Ja, bitte. Gehen Sie ruhig ins Wohnzimmer. Danke. Danke. Ist denn jetzt was mit Ben? Nein, keine Angst, Frau Häuser. Wir ermitteln in einem Tötungsdelikt. Robert Albrecht ist heute Morgen gegen ca. 6.30 Uhr verstorben. Was? Ja, und wir würden gerne wissen, wo Sie heute Morgen waren. Ich war zu Hause und habe noch geschlafen. Und wann haben Sie das Opfer zuletzt gesehen? Vor 2 Tagen. Er war hier und wollte sich entschuldigen. Mhm. Ist das Ihr Mann da oben auf dem Bild? Ja. Darf ich? Es war einmal. Mein Mann Jens. Unser Sohn Ben war damals noch so klein. Schönen guten Tag. Was ist denn hier los? Kriminalpolizei. Oh. König, Frau Sommer. Okay, und was wollen Sie hier? Ja, wir haben ein paar Fragen. Und also ich glaube, das Beste wäre, wenn Sie beide mit aufs Präsidium kommen. Dann können wir Ihre Aussagen zu Protokoll nehmen. Klären wir alles am Präsidium. Was denn jetzt für ein Protokoll? Worum geht's denn hier jetzt überhaupt? Ja, wir haben einfach ein paar Fragen. Also bitte, kommen Sie mit. Oh, ey, ich habe echt einen Mordskater. Ich gehe jetzt erstmal nach oben und mache mich jetzt fertig. Wo wollen wir denn hin so schnell? Bleiben Sie mal da. Was soll denn das jetzt?
Ich habe die ganze letzte Nacht durchgezecht. Ich mache mir jetzt ein paar Tropfen Wasser ins Gesicht und dann geht's mir schon wieder ein bisschen besser. Komm ich mit, machen wir sie frisch. Alles klar. Echt jetzt? Oh, mein Sohn ist erst 21. Die jungen Leute feiern halt viel. Ja. Harte Nacht gehabt, hä? Ja, ich war halt mit einem Kumpel saufen und feiern. Wo wart ihr? In so einem Club mitten in der Stadt. Blue irgendwas hieß der Schuppen. Blue irgendwas. Wann seid ihr da abgehauen? Kurz nach 3 oder sowas sind wir da abgehauen, ja. Und dann direkt zu ihm, weil er da ganz in der Nähe wohnt. Ja, und ich hab halt bei ihm gepennt, weil ich einfach zu fertig war, um nach Hause zu kommen. Ja, ich hab's halt nicht mehr geschafft. Kanntest du das Opfer Robert Albrecht? Nee, den Typen habe ich nie kennengelernt. Frau Häuser.